Der Erfolg aus dem Admiralspalast in Berlin ist zurück. Meine Familie, die passt überhaupt gut zu Weihnachten. Bei uns in der Weihnachtsstube, da sieht's aus wie im Stall zu Bethlehem. Ja, mein Onkel ist ein Ochse, mein Schwager ist ein Esel und meine Nichte ist schwanger und weiß nicht wovon. Merry Christmas. Bei den Christbaumkerzen hat man ja als Frau die gleiche Wahl wie beim Sex, ne? Echt oder elektrisch? Für einen Mann würde ich mir ja nie die Brüste vergrößern lassen. Soll der sich die Hände verkleinern lassen? Ja. Ich liebe meine Brüste. Die kann ich bei 60 Grad in der Maschine waschen. Ja. Die interessantesten Politiker in Deutschland kann man wirklich an einer Hand abzählen, vorausgesetzt, man hat 5 Finger verloren. Ne? Ja. 10 Jahre nach der Premiere ist Merry Christmas zurück. Wochenlang hast du geschuftet, doch grad wenn's am besten duftet, kommt Besuch und will probieren, da musst du schnell reagieren. Gerade dieser Putzfilm, der kann ja aggressiv machen, ne? Gerade zur Weihnachtszeit, nach 5 Stunden Wiener, dann denkt man sich, wenn das Arschloch mit dem roten Mantel nachher Dreck reinschleppt, frisst er seinen eigenen Sack. Ich rede schon wahnsinnig gern, haben Sie schon mitgekriegt, ne? Deswegen esse ich ja normalerweise nur Macaroni, weil ich durch die Löcher weiterreden kann. Und na, ich sage, wollen Sie wirklich Weihnachten noch feiern? I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Ab 6. Dezember erstmals im Kino.